Ben & Jerry's. Jeder kennt es, so ziemlich jeder hat es auch schon mal probiert, zig verschiedene Sorten, Fairtrade gehandelt, leider damit auch relativ teuer. Da bleibt es natürlich nicht aus, dass sich der ein oder andere gedacht hat, machen wir doch mal eine Billigvariante. Im heutigen Video treten Rewe Beste Wahl und Aldi Nord mit ihren Produkten gegen Ben & Jerry's an. Mit einem Preis von jeweils 2,49 €, das ist weniger als die Hälfte von Ben & Jerry's, werden sich diese beiden Kontrahenten die Klinke in die Hand geben. Wir schauen am Ende mal, wer der Bessere ist. Ich habe auf eure Vorschläge gehört und das Ganze mal ein bisschen gesplittet. Wir haben einmal das Original, das teuerste Produkt, dann aus einem regulären Markt Rewe, die Eigenmarke davon und aus einem Discounter. Und zwar in diesem Fall Aldi Nord, weil ich wohne in Hamburg. Die Marke sollte es aber auch im Aldi Süd geben. Und an dieser Stelle natürlich nochmal auf jeden Fall Vorschläge wieder unten in die Kommentare, was wir vergleichen können. Vielen Dank an dieser Stelle auch für diesen Vorschlag, habe ich mir auch aus den Kommentaren geholt. Dann haben wir auf jeden Fall demnächst noch mehr als genug. Bevor es dann richtig losgeht, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, ich hatte noch ein Video hochgeladen. Ich glaube, meine Abo-Box hat es komplett zerpflückt und der Großteil hat auch gar nicht mitbekommen, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Link ist in der Videobeschreibung. Es würde mich an dieser Stelle sehr freuen, wenn du dir das Video anschaust oder zumindest mal reinschaust und einen Kommentar vielleicht da lässt oder eine Bewertung, weil ich habe ein bisschen was auch gefilmt und es würde mich interessieren, wie du es findest. Also auf jeden Fall Videobeschreibung, Link anklicken, anschauen, würde ich mich sehr freuen. Viele werden auch sagen, ja, Ben & Jerry's war aber gar nicht das Original, da gab es schon vorher verschiedene Sorten. Nichtsdestotrotz, Ben & Jerry's kennt jeder, deswegen habe ich es einfach als Referenz genommen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die beiden anderen Marken schlagen werden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich schon mal einen davon probiert? Ich bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall die vom Aldi noch gar nicht. Wir schauen uns auf jeden Fall erstmal die Verpackung an. Produkt Nummer 1 bleibt hier. Ben & Jerry's Cookie Dough. Also jeder kennt die Verpackung. Mir persönlich gefällt sie auf jeden Fall sehr gut. Ich meine, man kennt es aus der Werbung. Die Kuh ist natürlich insofern schon so das Maskottchen davon, einfach um zu signalisieren, hier steckt echte Kuhmilch drin, das ist alles Bio, bla bla. Fairtrade natürlich. Ja, was ich grundsätzlich schon mal sehr gut finde. Das Eis, finde ich, sieht sehr geil aus. Weiß, das ist natürlich alles Photoshop, aber wir bewerten jetzt natürlich einfach nach Aussehen. Was ich ganz gut finde, ist, dass wir hier unten auf jeden Fall die Sorte auf Englisch haben. Man hat ja das Gefühl, wir haben ja ein typisch amerikanisches Produkt in der Hand. Sehr bunt, gefällt mir auf jeden Fall wirklich sehr gut. Sorte Nummer 2, Rewe Beste Wahl Cookie Dough. Vanille-Eiscreme mit Plätzchenteigstückchen. Ja, da geht's auch schon los. Ich finde die Verpackung ansonsten farbenfroh, finde ich eigentlich sehr geil. Spricht mich persönlich sehr an, auch mit dem braunen Deckel. Grundsätzlich also eine ganz schöne Verpackung. Was ich jetzt nicht so geil finde, es ist halt so richtig deutsch. Ja, Plätzchenteigstückchen. Klingt irgendwie nicht so geil. Ist nur meine Meinung, aber verpackungstechnisch gefällt es mir schon ganz gut. Kandidat Nummer 3, Trader Joe's Aldi Nord Cookie Dough. Ja, genauso wie bei Rewe schon auf Deutsch. Vanille-Eiscreme mit Keksteigstückchen. Generell sehr amerikanische Aufmachung. Spricht mich jetzt nicht so ganz an wie die anderen beiden. Ist natürlich persönliche Meinung, aber ja, ist ein bisschen schlicht. Das Eis finde ich jetzt auch nicht, sieht auch nicht so mega ansprechend aus. Also verpackungstechnisch finde ich fast den schwächsten Kandidaten. Verpackungstechnisch muss ich an dieser Stelle sagen, habe ich persönlich einen klaren Favoriten, Ben & Jerry's. Ich mag es einfach mit dem kleinen Maskottchen mit der Kuh drauf. Ich finde es lustig. Ich finde es schön, dass es auf Englisch draufsteht. Das hat einfach nochmal so dieses American Ice Cream mit Plätzchenteig und bla. Also ich finde es sehr geil. Zweiter Platz geht an dieser Stelle für mich allerdings an Rewe. Finde ich auch eine sehr schöne Verpackung. Der letzte Platz an dieser Stelle an Trader Joe's und Aldi Nord. Verpackung ist natürlich eigentlich nur da, um den Käufer dazu anzuregen, das Produkt letztendlich zu kaufen. Wichtig sind die Inhaltsstoffe und genau die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Auf Platz 1 liegt an dieser Stelle verblüffenderweise Aldi Nord mit Trader Joe's 17% Plätzchenteigstückchen und 2% Schoko. Platz 2 geht an Ben & Jerry's 16% Teigstückchen und 1% Schoko. Und der letzte Platz an Rewe Beste Wahl mit in diesem Fall tatsächlich sehr mageren 12% Plätzchenteig und 1% Schokostückchen. Kommen wir nun zum interessantesten Teil, Freunde, dem Geschmackstest. Man kennt ihn. Ich werde in diesem Fall natürlich blind verkosten. Ich werde nicht wissen, in welchem Schälchen sich welche Sorte befindet und werde dann ganz vorurteilsfrei bewerten. Hab die Verpackung auf jeden Fall noch nicht aufgemacht, weiß also nicht, wie das Eis aussieht. In diesem Fall werden wir auch nicht nach Aussehen bewerten. Also würde ich sagen, Geschmackstest. Let's go. Ich weiß überhaupt nicht, wie welches Eis aussieht und von daher würde ich sagen, alles klar, let's go. Nummer 1. Nummer 2 und Nummer 3. Scheiße, Mann, die sehen ja alle komplett gleich aus. Ich würde sagen, wir fangen mit Nummer 1 an. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass ich Ben & Jerry's auf jeden Fall erkennen werde. Wir haben hier auf jeden Fall Proben mit Keksteig und Schokostückchen. Und okay, das ist jetzt also Nummer 1.
Ist auf jeden Fall schon ordentlich Keksteig und Schokostückchen drin. Ne? Wenn ich das mal ganz kurz hier in die Kamera zeigen kann. Ja, sieht ganz gut aus. Eis finde ich ein bisschen lasch im Geschmack, aber die Keksteigstückchen sind geil. Vor allem ist noch voll viel drin. Aber die sind so klein. Die Keksteigstückchen sind so ein bisschen geformt wie so kleine Würfel. Das ist nicht Ben & Jerry's typisch, glaube ich. Hm? Ja, finde ich, das Nummer 1 ist wirklich sehr lasch im Geschmack. Nächster Kandidat, Mitte. Ich schaue mir das mal ganz kurz an. Ja, da sind auf jeden Fall auch gut Keksteigstückchen drin. Ich zeige das mal ganz kurz in die Kamera hier. So sieht es aus. Okay, also das Eis schmeckt auf jeden Fall schon mal besser. Sehr viel mehr Geschmack. Sehr viel mehr Geschmack. Jetzt testen wir mal die Keksstückchen. Alter, voll die dicken Keksstückchen auch. Also ich glaube jetzt schon, dass die Mitte Ben & Jerry's ist. Boah, da kann man richtig drauf rumkauen. Teller Nummer 3. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, ohne drunter zu schauen. Relativ große Keksteigstückchen auch, ja. Ich habe jetzt beides drauf, Keksteig und Schokostückchen. Oh. Ja, vielleicht muss ich meine Aussage revidieren. Alter, richtig. Also das sind, also beim letzten sind die fettesten Keksteigstückchen. Aber ne, ist nicht... Ja, ich glaube nicht, dass das Ben & Jerry's ist. Der Keksteig ist ein bisschen muffig. Das Eis ist aber lecker. Oh, hier ist noch was. Ja, ich glaube, Mitte ist Ben & Jerry's. So, Freunde, kommen wir zur Auflösung. Wir halten fest. Rechter, also von mir aus gesehen, rechter Teller, kleine Plätzchenteigstückchen, also würfelartig geformt, recht lasch im Geschmack, das Eis. Mitte, fette Koksteigstückchen, alles klar. Mitte, fette Keksteigstückchen, Schokolade war auch da, Eis, schon sehr geschmackvoll. Links, fetteste Keksteigstückchen, bin jetzt sehr gespannt. Teller Nummer 1. Aldi Nord. Teller Nummer 1 geht an Aldi Nord. Sehr kleine Keksteigstückchen, recht lasch im Geschmack. Teller Nummer 2, jetzt bin ich gespannt. Ist es Ben & Jerry's oder ist es das nicht? Tatsächlich. Mitte war Ben & Jerry's. Ich hab's mir gedacht. Man hat's an dem Keksteig, finde ich, geschmeckt. Sehr geschmackvoll. Eis. Ja, also vom Gesamtgeschmack her habe ich es mir eigentlich schon gedacht. Ja, dann ist der letzte Teller natürlich Rewe. Sehr geiles Ergebnis, muss ich an dieser Stelle sagen. Gefällt mir viel besser als bei der Lasagne. Hätte ich nicht gedacht. Punkt geht auf jeden Fall auch an Rewe für die super fetten Keksteigstücke. Das muss man denen lassen, obwohl rein rechnerisch gesehen am wenigsten Keksteig drin ist prozentual. Was ich auch nochmal sagen muss, das Rewe-Eis war auch eher weiß anstatt Vanillefarben. Also irgendwie sehr komisch, sehr, sehr sahnelastig, glaube ich. Und an dieser Stelle muss ich sagen, geht der Punkt ganz klar in Richtung Rewe. Ich finde, das Eis schmeckt nach ein bisschen mehr. Die Keksteigstückchen sind richtig fett, obwohl weniger Keksteig drin ist. Aber geschmackstechnisch meiner Ansicht nach viel besser als Aldi. Wirklich sehr geiles Ergebnis. Daher ist es wirklich gerade eine echte Krux, weil ihr müsst euch entscheiden, lieber etwas weniger Keksteig, dafür mehr Geschmack. Oder ihr habt Bock auf mehr Keksteig, aber etwas fades Tasting, ja. Also der Punktesystem ist eh total für den Arsch, weil jetzt wenn wir bei 8 Punkten für Ben & Jerry's und 5 für Aldi und Rewe, wegen Verpackung, Inhalt und Geschmack, da muss ich mir irgendwie nochmal was überlegen. Aber letztendlich ist der Titel des Videos ja Fake-Test. Und wenn ich einen Fake-Sieger wählen müsste, wäre es in diesem Fall Rewe. Wer also das nächste Mal keinen Bock hat, 5 Euro, hast du nicht gesehen, für Ben & Jerry's auszugeben, ist mit der Billigvariante auf jeden Fall gut bedient. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Vergleich fandet. Schreibt mir gerne auf jeden Fall neue Vorschläge rein, was wir noch vergleichen könnten. Ich finde es immer wieder ein geiles Ergebnis, wenn man das blind testet. Und vergesst bitte nicht, euch das Video mal anzuschauen. Es liegt mir wirklich viel dran, würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Und dann sage ich bis zum nächsten Video, Freunde. Haut rein. Tschüss.